Hey Leute und willkommen zu der Frage, ob Krieg eigentlich planbar ist und im weiteren Sinne, ob Lehrbücher und Regelbücher für den Krieg überhaupt Sinn ergeben. Und anfangen möchte ich da mit einem mittlerweile geflügelten Sprichwort, das da heißt, kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind. Das ist eigentlich ein paraphrasiertes Zitat von Helmut Karl Bernhard von Moltke oder auch von Moltke der Ältere. Und das eigentliche Zitat dahinter heißt, kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus. Zitat Ende. Und in diesem Zitat ging es ursprünglicherweise um die Auseinandersetzung mit Napoleon und wieso Napoleon laut von Moltke ebenso erfolgreich war in seinen Kampagnen in Europa, nämlich weil Napoleon laut eigener Aussage wenig oder gar nicht auf Operationspläne gesetzt hat. Und mittlerweile ist es, wie gesagt, zu einem geflügelten Sprichwort geworden, dass man ein bisschen hämisch darauf herabblickt, dass man eben den Krieg nicht planen sollte und dass alles, was man ohnehin planen würde, sowieso den ersten Kontakt mit dem Feind nicht überstehen würde. Und dazu findet man ja auch in der Geschichte sehr, sehr viele Beispiele. Gerade wenn man jetzt auf die letzten 200 Jahre Geschichte oder Kriegsführungsgeschichte zurückblickt, da haben wir immer wieder den Fall, dass große Pläne geschmiedet werden, große auch global angelegte Pläne, die eben ein gewisses Vordringen oder ein gewisses Operieren der eigenen Streitkräfte plant, die dann aber letztendlich in Realität so nicht umsetzbar sind oder eben gegen heftige Gegenwehr stoßen und dann einfach schon nach wenigen Tagen oder teilweise schon nach wenigen Stunden absolut widerlegt sind und diese Pläne sind dann eben unbrauchbar geworden. Da hat natürlich jeder seine eigenen Beispiele, die er anführen kann. Ich nenne jetzt hier beispielsweise nur einmal Schlieffenplan im Ersten Weltkrieg, die Maginot-Linie im Zweiten Weltkrieg, Unternehmen Barbarossa oder was es da sonst noch so alles gibt. Und anhand dessen kann man natürlich argumentieren und kann fragen, ja, wieso plant man dann überhaupt Krieg oder wieso plant man generell auch kleinere Auseinandersetzungen, bevor sie denn eigentlich passieren? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich der Erfahrung aus vergangenen Konflikten geschuldet. Beim Schlieffenplan des Ersten Weltkriegs hat man sich noch auf den preußischen Manöverkrieg während des Deutsch-Französischen Krieges berufen und dass das ja so gut funktioniert hat, was dann letztendlich im Ersten Weltkrieg nicht so gut funktioniert hat. Bei der Maginot-Linie hat man sich auf den Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg fokussiert und daraus seine Resümees gezogen, was dann allerdings für den Zweiten Weltkrieg nicht mehr gerade passend war und so weiter und so fort. Und darin liegt eben die große Stärke, aber auch die große Schwäche von Kriegsplanung. In den meisten Fällen plant man nämlich eine logische Fortsetzung des letzten Krieges. Und das ist heutzutage ja auch nicht anders. Heutzutage gehen wir in allgemeiner Volksmeinung davon aus, dass der nächste große globale Krieg, wenn er denn irgendwann kommt, auch mit relativ konventionellen Mitteln geschlagen wird. Alles Equipment, was wir heutzutage ins Feld schicken können, ist eine logische Weiterentwicklung der Waffensysteme des Zweiten Weltkriegs, also quasi des letzten großen globalen Konfliktes. Ja, die Panzer haben bessere Panzerungen, bessere Kanonen. Ja, die IT-Systeme sind auch besser geworden. Ja, die Schiffssysteme sind auch besser geworden. Aber letztendlich ist das alles nur eine technologische Weiterentwicklung der Systeme, die am Ende des letzten großen globalen Konfliktes schon da waren. Und dann haben wir noch irgendwas mit Atomwaffen, die ja auch am Ende des letzten großen globalen Konfliktes aufgekommen sind und mit denen wir jetzt heutzutage eben immer noch rechnen. Wie dann letztendlich ein zurzeit noch hypothetischer Dritter Weltkrieg aussehen würde, kann man heute physisch noch nicht sagen. Die einzige Sache, die wir jetzt sagen können, ist, dass wir derzeit immer noch mit den Erfahrungen und mit den Mitteln des letzten großen Konfliktes planen, ganz egal, wie der nächste Konflikt dann in praktischen aussehen würde. Und das kann man jetzt im Rahmen dieses Zitates zu Anfang natürlich negativ interpretieren. Allerdings kann man es gleichzeitig auch positiv interpretieren. Denn alles, was uns diese Erfahrung gibt und dieses Equipment, was wir haben und mit dem wir vertraut sind mittlerweile, ist eine gewisse Basislinie an Verständnis für Krieg, die, soweit die Theorie, in allen Ländern dieser Welt derzeit ungefähr gleich ist. Und das Entscheidende ist, wie man dann mit dieser Erfahrung umgeht. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die Theorie hinter Ausbildungsbüchern, hinter Dienstvorschriften, quasi Regelbüchern für den Krieg zu sprechen. Denn es wird ja oftmals angenommen, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal verallgemeinert für alles Mögliche, was es da so gibt, Regelbücher in Stein gemeißelt sind und dass, wenn man diese Regelbücher befolgt, dann wird schon alles gut funktionieren und man muss sich um nichts weiter groß Gedanken machen. Allerdings kann man genau da mit diesem geflügelten Wort wieder angreifen und kann sagen, ja,
aber kein Plan überlebt den Erstkontakt mit dem Feind. Und da gehen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen in die Geschichte rein. Nämlich ein Beispiel, was da sehr prominent ist, ist die Auseinandersetzung zwischen US-Marine und japanischer Marine während des Zweiten Weltkriegs in der Kampagne um Guadalcanal im Pazifik. Und zwar zu Beginn dieser Operation und auch zu Beginn des gesamten Krieges für die USA gab es in der Marine eine Vorschrift, wie Gefechte zu handhaben sind. Und diese Vorschrift umfasst kurz gesagt die Situation, dass wenn ein unerwartetes Gefecht bevorsteht, dann ein Besatzungswechsel durchgeführt werden muss, damit eben eine frische, ausgeruhte Besatzung den Kampf aufnehmen kann und nicht die vielleicht schon durch mehrere Stunden Dienst ermüdete Besatzung. Und das hat man dann tatsächlich auch so angewendet. Und gerade während dieser Operation um Guadalcanal ist es eben oftmals vorgekommen, dass die US-Marine überrascht worden ist, besonders durch den Einsatz von Nachtangriffen von japanischer Seite aus. Und man hat sich dann an diese Vorschrift gehalten und während man bereits unter Beschuss war, wurde ein Besatzungswechsel durchgeführt, damit eben diese frisch ausgeruhte Besatzung den Kampf gegen die Japaner aufnehmen kann. Und das stand so auch in allen Ausbildungsbüchern. Das war gängiger Drill. Und wenn man jetzt einfach auf diese Ausbildung vertraut hätte und das einfach so hingenommen hätte als unveränderbares Axiom, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen für die US-Marine in der langen Sicht. Denn man hat ziemlich schnell festgestellt, dass durch diesen Besatzungswechsel auf dem Schiff und letztendlich auch in der ganzen Taskforce, die unter Beschuss stand, wertvolle Minuten an Reaktionszeit eingebüßt wurden. Je nach Schiff und je nach Drillzustand der Besatzung irgendwo zwischen 2 und 10 Minuten. Und das sind 2 bis 5 Minuten, in denen das eigene Schiff und das eigene Leben letztendlich unter Beschuss stand. In einigen Abteilungen ist das etwas schneller verlaufen, wenn jetzt beispielsweise nur eine Übergabe von Waffensystemen durchgeführt wurde. Allerdings besonders bei der Brückenbesatzung war das ein großes Problem, denn hier müssten viele, viele Informationen weitergegeben werden. Wetterzustand, Zustand der eigenen Flotte, des eigenen Schiffes. Wo ist der Feind? In welcher Situation befinden wir uns gerade? Wie ist der Zustand der eigenen Waffensysteme? Was muss sonst noch bedacht werden? Und all das hat eben wertvolle Zeit gekostet. Und dann konnte sich die neue, frische Crew auch erst darauf konzentrieren, dann das Gegenfeuer einzuleiten. Und dieses Problem hat man eben letztendlich erst im Krieg erkannt. Und hat es dann allerdings auch sehr schnell geändert und sehr schnell anders umgesetzt. Und daher seht ihr, dass man dieses Zitat vom Anfang eben auch positiv umdeuten kann. Dass beispielsweise, wenn der Plan den Feindkontakt nicht übersteht, dann man eben einen neuen Plan machen kann. Allerdings ohne diese Basislinie an Plan, ohne ein geregeltes Vorgehen, wäre dieser Umschwung zu einem anderen Plan vielleicht auch gar nicht möglich. Allerdings kommen wir auch zu einem großen Problem, denn ich habe mich hier jetzt erstmal für die erste Hälfte dieses Videos nur auf die groß angelegte operative Basis beschränkt. Und das ist ja nicht das Einzige, was man im Auge behalten muss. Denn diese ganze Thematik kann man natürlich von der operativen Basis runterholen und kann sie immer weiter schrittweise runterführen, bis man letztendlich bei den einzelnen Individuen, die so eine Kriegsmaschinerie eben auch ausmachen, angelangt ist. Und da bringe ich jetzt auch mal ein Beispiel aus einem Film der letzten Zeit. Und zwar mal wieder der Film Fury von 2014 von David Ayer mit Brad Pitt als War Daddy in der quasi Hauptrolle. Und zwar eine sehr spezielle Szene. Die Szene ist wie folgt. Wir befinden uns irgendwann April 1945 in Deutschland. Das heißt, je nachdem wann im April, etwa 1 bis 5 Wochen vor Kriegsende in Europa. Und Brad Pitts Charakter, War Daddy im Film, ist führender Offizier einer Panzerkolonne und dringt jetzt mit Unterstützung von einiger Infanterie in ein deutsches Dorf ein. Und während er seine Truppen in dieses Dorf hineinführt, sieht man schon, da sind links und rechts zur Straße Männer, Frauen, Kinder erhängt mit Schildern um den Hals. Ich wollte nicht für mein Land sterben, ich wollte nicht für mein Land kämpfen. Und während diese Kolonne eben auf einen zentralen Platz des Dorfes zuhält, kommt aus einer Seitengasse ein Zivilist hervor, ein alter deutscher Mann. Und Waterdy fragt diesen alten deutschen Zivilisten eben, wo sind die deutschen Soldaten? Und aus welcher Motivation auch immer, hebt der alte Mann eben seinen Stock und deutet auf ein Haus in der Nähe, eben wo sich diese deutschen Soldaten eben verstecken. Allerdings im gleichen Moment wird dieser Zivilist von einem deutschen Scharfschützen erschossen. So, das ist die Szene. Und jetzt haben sich viele Leute in der Rezeption dieses Films und gerade dieser Szene darauf berufen, dass diese Situation ja völlig unrealistisch sei. Wenn dort schon ein deutscher Scharfschütze in einem Hinterhalt verborgen liegt, wieso sollte er dann den deutschen Zivilisten töten und nicht den Anführer
der amerikanischen Truppen. Und wenn man jetzt nur nach Lehrbuch und nach allen möglichen völkerrechtlichen und kriegsrechtlichen Schriften gehen würde, müsste man sagen, ja, so wie es in diesen Büchern, in diesen Regeln, in diesen ganzen niedergeschriebenen Werken steht, ist dieses Verhalten absolut unbegreiflich oder unrealistisch. Hier haben wir jetzt einen deutschen Scharfschützen, der vor die Wahl gestellt wird. Erschieße ich den deutschen Zivilisten, einen alten Mann, was ja im Krieg sowieso eigentlich verboten ist, Zivilisten zu töten und was mir selbst auch keinen taktischen Vorteil bringt. Also wieso sollte ich diesen Zivilisten erschießen? Oder erschieße ich den Anführer der Panzerkolonne und letztendlich auch den Anführer dieser amerikanischen Truppen, was mir zum einen einen taktischen Vorteil verschafft, was heißen würde, dass die Kommandostruktur der Amerikaner für einen kurzen Zeitpunkt unterbrochen ist. Es müsste erst eine neue Kommandostruktur aufgebaut werden. Ich selbst als Scharfschütze in Deckung hätte Zeit, mir eine neue Deckung zu suchen. Das heißt, in dem Moment, wo die Amerikaner dann meine Position unter Feuer nehmen können, wäre ich schon längst aus dieser Position weg. Das heißt, diese Entscheidung hätte laut Lehrbuch und laut Völkerrecht eigentlich nur Vorteile für mich. Also, wenn ich jetzt in diesem Fall dieser deutsche Scharfschütze wäre, ne? Allerdings fehlt hier ein großer Aspekt, nämlich, dass Krieg nicht berechenbar ist. Und nicht nur Krieg ist nicht berechenbar, sondern Menschen und menschliches Verhalten ist nicht berechenbar. Und das ist etwas, was in der Kriegstheorie schon seit Jahrtausenden bekannt ist und wo die Kriegstheorie auch schon seit Jahrtausenden versucht, dagegen zu arbeiten. Das effektivste Mittel gegen menschliches, irrationales Verhalten ist schon seit der frühen Antike und bis heute die Ausbildung, die Gewohnheit und der Drill. Man versucht eben, die Soldaten in Friedenszeiten darauf vorzubereiten, dass diese in Kriegszeiten auch das überstehen können, was auf sie zukommt. Und wenn diese Soldaten in Friedenszeiten schon eine Routine eingearbeitet bekommen haben, wie man sich verhält, wenn man unter theoretischem Beschuss ist, dann ist die Chance hoch, dass, wenn diese Soldaten dann irgendwann mal unter Beschuss geraten, diese Ausbildung und diese Routine dann greift und man den Schrecken, den Horror, die Todesangst beiseite schiebt und sich auf die Routine irgendwie verlässt. Allerdings gibt es da auch schon seit der frühesten Antike und bis heute ein großes Problem dabei, nämlich, dass man in Friedenszeiten keine Todesangst simulieren kann. Egal wie realistisch man eine Übung gestaltet, egal wie oft man auf Übungen ist, das Unterbewusstsein in Friedenszeiten weiß trotzdem, dass man selbst nicht in Lebensgefahr schwebt. Und das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist, dass man unehrenhaft entlassen wird. Also wenn man jetzt nicht gerade was Schlimmeres macht und vorsätzlich mit einer geladenen Waffe auf einen Kameraden zielt, dann haben wir da ein größeres Problem und dann ist es auch nicht mehr nur eine unehrenhafte Entlassung. Aber physischen Krieg und Todesangst kann man einfach nicht simulieren. Und auch die ganzen Emotionen, die damit schwingen. Und der Mensch an sich ist ja kein rationales Wesen. Wir entscheiden mehr über unsere Emotionen als über irgendein logisches Denken. Und solche Emotionen dann in ein Extrem getrieben, wie wir es hier eben dargestellt haben im Film Fury, in dieser Szene, die ich eben beschrieben habe, das kann man rational nicht argumentieren. Und wenn wir uns jetzt nochmal ansatzweise in die Welt und das Weltverständnis dieses deutschen Scharfschützen, der dann da dargestellt wird, in diesem Film versuchen hineinzuversetzen, dann sieht er diese rationale Entscheidung vielleicht gar nicht, dass es für ihn und für seine Kameraden und letztendlich auch für alle Beteiligten eventuell besser wäre, in Anführungszeichen, den amerikanischen Kommandanten zu töten, sondern vielleicht existieren für diesen Soldaten diese Vorstellungen gar nicht. Vielleicht ist er traumatisiert von Jahren des Krieges, vielleicht hat er Freunde, vielleicht hat er Familie sterben sehen, vielleicht ist er auch ideologisch indoktriniert, vielleicht ist er einer dieser Personen, die am Straßenrand eben Männer, Frauen und Kindern erhängt haben und mit diesen Schildern ausgestattet haben. Und als er nun diesen alten deutschen Zivilisten sieht, sieht er in ihm nur einen Volksverräter und letztendlich auch einen Verräter an sich selbst. Was letztendlich vielleicht noch viel stärker wiegt als jeder amerikanische Offizier in dieser Situation. Und das eben als Beispiel für den oftmals großen Kontrast zwischen ist etwas logisch oder unlogisch und
können wir nur auf Basis von Lehrbüchern und was wäre das in Anführungszeichen Richtige in dieser Situation zu tun, entscheiden, ob etwas realistisch ist oder nicht, besonders in einer Darstellung. Und letztendlich ist das auch so ein bisschen paradox, denn was ich hier auf YouTube mache, ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ich versuche so oft wie möglich und sofern das mir auch möglich ist, den menschlichen Aspekt natürlich noch mit reinzubringen, weil das eben auch Teil der wissenschaftlichen Behandlung mit Krieg, Auseinandersetzung mit Krieg, mit kriegerischen Themen und mit Gewaltgeschichte generell ist. Allerdings bin ich natürlich auch nicht wissend, was den psychologischen Aspekt angeht. Letztendlich müssen wir uns irgendwie mit Kriegsgeschichte beschäftigen. Und auch wenn es manchmal verlockend ist, solche Hypothesen aufzustellen, was wäre passiert, wenn Unternehmen Barbarossa nie stattgefunden hätte? Hätte Deutschland den Krieg gewinnen können? Oder was wäre, wenn Napoleon nicht nach Russland gegangen wäre? Oder was, wenn die Seeschlacht von Trafalgar positiv für das französisch-spanische Flottenbündnis ausgegangen wäre? Oder was wäre, wenn Alexander der Große damals nicht schon im Alter von 33, 34 Jahren gestorben wäre? Gäbe es dann heute ein großes griechisches Weltreich? Und eben auch in kleinerem Maß. Was wäre, wenn Filmcharakter XY sich an Handbuch Z gehalten hätte? Und diese Fragen können manchmal auch sehr spannend sein. Allerdings haben sie nicht wirklich was mit der Realität zu tun, denn Realität und gerade Kriegsrealität ist alles andere als sachlich oder berechenbar. Und das dürfen wir eben auch nicht vergessen, denn wenn Krieg so einfach wäre, dass wir einfach nur noch ein Kriegshandbuch hätten, dann gäbe es gar keine Kriege mehr. Ich meine, das wäre schön, denn dann würde das eine Land mit ihrem Kriegsbuch zum anderen Land gehen, mit deren Kriegsbuch, und dann würden sie sich ein bisschen drüber unterhalten und dann debattieren, welches Kriegsbuch besser ist, und dann gäbe es nicht zum Krieg, weil man sonst schon wüsste, ja, okay, das eine Land, da ist die Kriegstheorie oder ist das Kriegsbuch, das Handbuch des Krieges, wie man Krieg zu führen hat und was alles so sein muss und wie man sich zu verhalten hat, ist eben besser ausgearbeitet. Deswegen wird dieses Land gewinnen. Und wie gesagt, das ist eben weiter von der Realität weg als alles andere. Aber trotzdem an der Stelle, was ist denn deine Lieblingsalternative Geschichtstheorie zum Thema Krieg? Lass es mir doch gerne mal unten in den Kommentaren stehen, weil ich finde das auch immer sehr, sehr spannend. Und damit macht's gut, bleibt gesund und ciao.